Ich hatte gestern ein Video gemacht über die DNA, dass die DNA veränderbar ist. Ich glaube, das wissen wir alle mittlerweile, dass sie veränderbar ist. Aber mir ging es darum zu, erstmal, die DNA ist im Körper nachweisbar. Das heißt, Stressfaktoren sind vorhanden, die wir immer wieder merken, die von äußeren Einflüssen kommen. Einmal von Einflüssen aus der jetzigen Zeit und einmal aus der Vergangenheit, wo sich unsere Schulmedizin sich schwer mit zu tun hat oder wo sie schwer mit umgehen kann, das ist ganz bestimmte Einflüsse, dass sie nicht nur aus unserem Leben kommen, sondern aus dem Leben unserer Großeltern, aber auch aus dem Leben vergangener Zeit, das heißt Inkarnationen. Wenn wir heute mal so betrachten, auch wenn wir mal so auf das Eingehen von Hanau, ist ebenso, dieser Mensch wird nun gerade verschlissen als Radikalismus, als Rechts- oder als Terrorist oder ähnliches. Und dieser Mensch, wenn wir alle hingehört haben, dieser Mensch hat eine Wahnstörung, ein Verfolgungswahn. Dieser Mensch ist nicht, kann man sagen, wirklich politisch ausschlagbar, da bin ich mal ganz dagegen, weil nämlich der ist einfach, wie wir es so nennen, krank. Aber weil er gerade in unsere Zeit hineinpasst, wegen den ganzen Parteien, die da haben, wo sie auch in Thüringen, sollten wir uns trotzdem mal Gedanken darüber machen. Es kommen zwei Welten zusammen. Es ist bei einem Wahn, wir lassen mal Hanau zur Seite, bei einem Wahn, wer einen Wahn hat, lebt er in zwei Welten. Oft ist es so, beim Verfolgungswahn möchte gerne ein Mensch so gesehen werden, als würde er von vielen Menschen verfolgt werden. Ein ganz aktueller Fall muss man sich vorstellen, eine ganz normale Person geht durch die Straße, wird von anderen Menschen angeguckt, wie wir eben so es immer wieder haben. Aber diese Angucken von anderen Menschen wird jetzt gedeutet als was wollen. Ich will was von dir, ich will dich hinterher. Oft werden andere Begegnungen, die man so im Leben hat, immer wie ich gehe weiter, ich gehe spazieren, bin im Park, kommt mir wieder einer entgegen, der guckt mich an, was man ja ganz natürlich hat, ist dann also quasi auch wieder ein Wahn, weil der Mensch denkt, du bist gesteuert worden, um mich zu verfolgen. Aber wo ich hin will, es ist in unserem Körper. In unserem Körper, in unserem Geist leben zwei Seelen. So ungefähr wie Faust immer sagt, zwei Seelen in einer Brust, es sind zwei Seelen, es sind zwei Welten. Eine Welt, die gelebt worden ist, aber nicht zu Ende gebracht worden ist. Das heißt, da ist diese Tür, diese Plazenta-Schranke immer offen, wo Anteile aus dem alten Leben hineinfegen in diesem. Jetzt sind in einem Körper zwei Menschen, die gleichzeitig was wollen. Und das macht die Sache so kriminell. Und es gibt jetzt, wenn ich jetzt dieses, was ich mein Leben habe, was mir nicht, kann man sagen, gut tut, wenn ich es ausschalte, muss ich gleichzeitig wieder andere positive Areale in mein Leben mit einschalten. Das ist mit gemeint, mit die DNA einschalten und ausschalten. Ich schalte das Negative, Beeinflusste aus, muss aber gleichzeitig wieder Potenziale einschalten, die durch die alten Ausschaltungen verloren gegangen sind. Das heißt, wenn ich die Angst ausschalte, muss ich zum Beispiel einschalten, Antrieb. Der Antrieb, die Lebensfreude, den Mut und all solche Dinge. Und das ist mit dieser DNA, die ich letztes Mal beschrieben habe, mit gemeint. Und die eine, habe den Namen gerade vergessen. Hier geht es nicht, kann man sagen, um Menschen gefügig zu machen. Das ging um Sex, um dass viele Menschen gerne hätten, dass Frauen Sexsklaven wären. Das ist ja natürlich nicht der Fall. Es geht hier um, wenn man Sex haben möchte, sollen immer beide Parteien damit einverstanden sein und zu sagen, weißt du was, da habe ich Bock drauf, mit dir und nichts anderes. Es soll keiner irgendwo, kann man sagen, seine eigene Lust, kann man sagen, frönen und der andere müsste darunter leiden. Aber es geht hier nochmal ganz rum zu, klargestellt, dass wenn wir was ausschalten im Leben, in unserer DNA oder in unserer Psyche, müssen wir neue Dinge mit einschalten, um dass die wieder belebt werden. Jeder kennt einmal Angst, das ist eine ganz harte Nummer, da wieder rauszukommen. Ich würde sagen, ich mache hier wieder Schluss. Ich danke Roland, dass du da zugeschaut hast. Ich hoffe, ich habe dir nicht gelangweilt. Wir hören und sehen uns, wenn ihr wollt, am 29. ist hier also am kommenden Samstag wieder ein Seminar Familienstellen von 9 Uhr bis um 16 Uhr. Es ist wieder spannend. Wir gehen genau in so tiefe Thematiken hinein, wie ich gerade beschrieben habe. Wo kommt es her? Wie ist es zusammengestellt? Kann ich es abschalten? Na klar kannst du es abschalten. Wir werden es abschalten.
Und die bei mir auf dem Seminar gewesen sind, die werden immer sagen, Robert, es hat mir sehr geholfen. Ich bin jetzt heute ganz anders unterwegs wie früher. Roland, ich wünsche dir einen schönen Sonntag und wir sehen uns und bye bye.